Nächstes Thema bei der Rückschau auf 4 Jahre Bürgermeister Matthias Rudolph in Fürstenwalde ist das Thema Ortsteile und Ortsbeiräte. Ich habe in meinem Wahlprogramm gesagt, dass ich die Ortsteile und Ortsbeiräte unbedingt stärken möchte. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut gelungen. Die Unterstützung der Ortsbeiräte läuft auf vollen Touren. Sie sind auch sehr, sehr viel aktiver geworden, als das in der Vergangenheit war. Hervorzuheben sind natürlich Heideland hier insbesondere, aber auch Molkenberg, Tribus, die schon immer aktiv waren. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber nicht nur das, es war auch die Rede von Ortsteilbudgets, also Geldern, die den Ortsteilen, den Ortsbeiräten und den Einwohnern und Einwohnern vor Ort direkt zur Verfügung stehen, über die sie selbst befinden können und selbst Beschlüsse fassen können, wofür sie ausgeben möchten. Und im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass also den Ortsteilen für jeden Einwohner, der dort lebt, 5 € zur Verfügung gestellt werden können oder sollten, das soll natürlich auch dementsprechend gemacht haben. Und bereits im Jahr 2020 wurde dieses Budget, wurde ein Beschlussvorschlag gemacht, wo dieses Budget auf 10 € erhöht werden sollte. Heute ist es so, im Haushaltsplan 2022 sind tatsächlich 20 € pro Einwohner in den 3 Ortsteilen, die wir hier haben, verankert, und diese Gelder stehen entsprechend zur Verfügung. Zwischenzeitlich hat auch der Gesetzgeber im Land Brandenburg nochmal eine Erweiterung gemacht in der Kommunalverfassung. Es sind also feste Budgets sozusagen verankert, dass wir diese festlegen sollen und müssen. Und das werden wir auch tun in den nächsten Monaten. Vermutlich nach der sommersitzungsfreien Zeit werden wir mit den Ortsbeiräten ins Gespräch gehen und uns Modalitäten ausdenken, wie wir zu solchen Budgets kommen und nach welchen Modalitäten diese eben auch verteilt werden sollen, wie die Beschlussfassung darüber aussehen soll. Und ja, das wird vermutlich jetzt auch gleich Thema sein. Ich bin jetzt nämlich gleich auf dem Weg zum Ortsbeirat Heideland. Wie in einem früheren Video gesagt, heute wieder Bürgerdialog mit dem Bürgermeister. Ich freue mich drauf. Bis später.